Alter, was geht denn hier ab in diesem kleinen Ring? 5 Squads, die reviven noch. Was ist hier los? Ey, yo, wartet mal. Finaler Ring, 4 Squads noch übrig. Ja, aber das werden doch alles Leute alleine sein dann. Sowas habe ich ja noch nie miterlebt. Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Battle Royale Runde in Apex Legends. Wir machen da weiter, wo wir zu Beginn von Season 9 aufgehört haben. Nämlich mit dem Spielen von den verschiedenen Legenden. Für heute habe ich mir Caustic ausgesucht. Zählt bei mir wahrscheinlich zu den Legenden, die ich so mit am wenigsten spiele. Gut, vielleicht nicht so wenig wie Fuse oder Rampart, die spiele ich nämlich überhaupt nicht. Aber zählt bei mir schon zu den selteneren Legenden. Der wurde ja auch von der Zeit mal genervt. Seitdem sieht man ja auch viel weniger Caustics rumlaufen. Ich kann das schwer einschätzen. Ich habe halt eben keinen Vorher-Nachher-Vergleich, ob der wirklich so heftig genervt wurde oder nicht. Zumindest steht ja fest, dass er wieder einen Buff bekommen wird. Aber ich finde halt eben, es geht auch eigentlich mehr ums Aim, oder zumindest das Aim ist wichtiger als halt eben die Fähigkeiten, weil wenn du kein Aim hast, kannst du die OP-sten Fähigkeiten haben, du wirst dann trotzdem von jemandem weggemacht, der gutes Aim hat. Ist halt eben für mich eher nur eine Nebensache, aber natürlich nicht unwichtig, das auf jeden Fall nicht. Bin natürlich auch wieder in der Fragment City gelandet, finde ich, ist auf World's Edge einfach der beste Weg, wenn man viele Kills oder viel Schaden machen möchte. Das oder halt eben einen Early Drop, eins von beiden auf jeden Fall. Und Zugstation, da ist auch immer viel los. Da ist auf jeden Fall mal mehr, mal weniger, aber da ist auf jeden Fall immer ein, zwei Gegner-Squads. Ich sag ja, hier ist immer was los. Alter, der wurde auseinandergenommen. Der war ein bisschen wild. Der ist auch direkt rausgegangen. Aber was erwartet man in den Pubs? Guck mal, dann würde ich auch direkt jetzt reinpushen. Oh, da hinten ist eine Loba. Ja, der war sowieso auch alleine. Was hat der versucht? Ist die da? Ne, die ist da rechts, ist die. Oh, da ist er auch. Und Schrotflinte. Yo, ey, direkt raus, ey. Da kommt die mir noch entgegengetaumelt. Alter, was war das denn? Die wurden sehr schnell ausgelöscht. So, also gehen wir erstmal wieder dahin zurück, wo ich noch nicht fertig gelootet habe. Oh, ne. Hier sind irgendwo Gegner. Da ist doch einer direkt. Alter, ich hab's eben gesagt. City, da ist immer drauf Verlass. Da ist immer viel los. Aber da war mein Aim mal wieder weg. Erstmal hier ein Fass hinsetzen. Das werde ich wahrscheinlich auch in der Runde komplett vergessen, die Fähigkeiten einzusetzen. Nein, nein, nein. Komm schon, ganz ruhig. Ganz ruhig. Dann wird das auch was. Easy. Und da kommt direkt der Nächste. Nein, nein. Der kommt reingepusht. Ne, schaffe ich das? Ne, schaffe ich nicht. Schade. Alter, ich meine, mit der Eva 8 kann ich überhaupt nicht umgehen. Eigentlich wäre das ja die ideale Waffe für mich. Ja, oder zumindest die... Nice, sie hat es geschafft. Die ideale Schrotflinte für mich. Weil die halt eben ultra schnell schießt. Aber das ist dasselbe Problem wie mit der Mosambik für mich. Ich habe so viel Schuss, dass ich nicht im Kopf das Mindset habe, dass ich eben jetzt unbedingt treffen muss oder so. Anders bei der Peacekeeper oder Mastiff, die halt eben langsamer schießt und weniger Schrotpatronen im Magazin hat. Geil, ey, die hat das noch geschafft. Wir sind noch im Rennen. Ja, hier ist aber auch was los, hier in der City. Oh. Ich sehe einfach... Da rechts habe ich, glaube ich, irgendwas gesehen. Ah, da hinten, okay. Och, nee. Och, nee. Alter, meine Shots mit der R301. Nicht schlecht, würde ich sagen, aber kein Bock hier von zwei Squads hier auseinandergenommen zu werden, gesandwiched zu werden. Ah, perfekt, sie sind beide hier zu mir gekommen, wollte ich gerade sagen. Da geht die erstmal down, die Bangalore. Ja, ich kriege erstmal meine Ultimate ab. Oh, der könnte durch mein Gas sterben. Alter, der Orkten ist aber auch richtig wild. Dann heile ich, glaube ich, erstmal die Bangalore auf. In der Zeit, wo der halt eben jetzt die Gegner beschäftigt. So. Perfekt, und da kommt der Gegner-Squad rein. Dann gehe ich erstmal zu unserem Kollegen, dem helfen und von den Gegnern weg. Alter, ist er hier mega stressig. Hör mal, du lässt schön die Bangalore in Ruhe. Haben wir uns da verstanden?
Ja, wir haben uns verstanden. Down ist er. Gut, dass ich so viele Schildbatterien mitgenommen habe. So, raus mit denen. Alter, ey, läuft richtig gut hier. Also, ne, klar, Vorteil hat eben, wenn man Bock auf viele Kills, viel Schaden hat, in der Fragment City zu landen. Kann aber auch genauso gut und genauso oft auch einfach nur schief gehen, dass man direkt rausfliegt. So, mal gucken, gehen wir hier mal ein bisschen auf Erkundungstour. Wir haben die City ja jetzt schon ein bisschen unsicher gemacht. Oh, da oben liefen gerade, glaube ich, welche. Die wollen zum Care-Paket wahrscheinlich. Der Orktan hier, der ist aber so ein Pusher. Der hat das eine Squad gerade eben alleine fertig gemacht. Gut, ich habe ein bisschen Vorarbeit geleistet. Aber der ist wild, das sehe ich. Das gefällt mir. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr überhaupt eine Main-Legende habt und welche das in dem Fall wäre. Oder ob ihr halt eben immer zwischen ein paar verschiedenen Legenden durchcycelt. Alter, R301 mit Dreiervisier geht ja mal übelst ab. Ich liebe zwar das Zweierscope da drauf, aber das Dreierscope ist auch nicht schlecht. 62 Schaden, das bedeutet, ich raste hier mal rein. Ey! Und du wirst gefinisht. Zack! Oben ist noch einer. Nice, Alter! Und Killi da bekommen. Chillig. So, und zurück wieder in die City rein. Ist aber auch nice, dass hier. Jawohl, hier ist auch der finale Ring in die Richtung. Das könnte, glaube ich, ziemlich gut sein. Vor allem mit Caustic halt eben hier. Wenn ich gut die Fässer platziere. Oh. Hä? Hier sind ja die Gegner gewesen. Ja, aber ich glaube, wir pushen den jetzt nicht, ne? Ne, da hinten ist auch was passiert. Da sind auch nochmal welche. Die holen sich den Cargo-Bot. Aber ist nice. Dritte Runde beginnt jetzt. 5 Squads noch übrig. Das in der Public-Runde. Finde ich nice. Erlebt man nicht alle Tage. Und ich glaube, ich sollte mal zu meinen Teammates hingehen. Die wollen es aber, die sind beide ordentliche Pusher, ne? Gehen hier in die Mitte vom Ring jetzt rein. Was macht der Orktane denn da? Ich sag ja, der ist wild. Wo hat der denn? Der hat doch hier irgendwo sein Jump-Pad hingelegt, auf der anderen Seite, okay. Da mal schnell zu dem. Nicht, dass der da jetzt alleine irgendwie irgendwelche Faxen macht. In dem Moment ruft der Firing. Oh, links sind auch noch welche. Guck mal, das Gute ist halt eben, wie gesagt, ich kann hier jetzt in dem Gebäude als Caustic alles vermieden mit den Fässern. Ja, da hinten sind sie wirklich am Fighten. In dem anderen Gebäude. Hä? Ah, das ist wahrscheinlich ein Köder, ne? Das war, glaube ich, ein Köder. Gut zu wissen. Boah, jetzt geht's hier aber. Ich sehe es schon kommen. Hier geht's auch. Das ist unser Octane. Hier geht's gleich zur Sache. Ich sehe es kommen. Wenn die da gleich fertig sind, zu uns reinpushen. Ich sag ja. Erstmal raus hier. Erstmal auffallen. Ich sag ja, hier geht's gleich ab. Da kommen die einfach richtig reingepusht. Aber gut, von dem Octane erwartet man eigentlich nichts anderes. So, jetzt wird interessant, wo jetzt der nächste Ring hinkommt. Okay, nice Jumppad. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich check's überhaupt nicht. Da hinten ballert einer, hier ballert einer. Da läuft, aha. Der hat auch schon ein rotes Evo-Schild. Hier kommt wieder ein Bogenstern angeflogen. Der aktiviert natürlich wieder mein Fass. Der hat auch ein rotes Evo-Schild. Gehe ich mal lieber hier zu meinen Kollegen. Hier hat einer gerevived noch. Alter, was geht denn hier ab in diesem kleinen Ring? 5 Squads, die reviven noch. Was ist hier los? Andere Squad, ja klar, mischt sich natürlich ein.
Hello there. Der wird wieder gefinisht von meiner Schrotflinte. Ach, wann ist das denn passiert? Da bist du ein bisschen zu eifrig reingegangen, Octane, was? Ja, komm, ich rewarf dich einfach hier schnell. Jetzt müssen wir hoffen. Perfekt. Keiner hat sich eingemischt. Wie wir einfach das ganze Match über mehr oder weniger hier in der City gechillt haben. Tschüss. Oh shit, aber die hat auch nicht mehr viel. Ich push rein. Jawohl, raus mit der. Erstmal Phoenix Kid gönnen. Octane ist wieder da hinten irgendwo was am machen. Solange der nicht stirbt, ist mir das egal, was der macht. Ey, yo, wartet mal. Finaler Ring, 4 Squads noch übrig. Ja, aber das werden doch alles Leute alleine sein dann. Das schreibt er auch sogar 3 Squads, lol. So was habe ich ja noch nie miterlebt. Also die wären ja locker, wenn wir jetzt gefightet haben, wären die ja locker schon reingepusht gewesen. Da fighten wahrscheinlich 2 alleine gegeneinander. Warte mal. Der muss ja dann hier irgendwo hinterm Container sitzen. Oh ja, tut er auch. Oh nee, scheiße. Uff. Den richtigen erwischt. Der war echt witzig, dass halt eben wahrscheinlich nur noch Solo-Leute dabei sind. Das wird, glaube ich, für uns jetzt einfach die abzufahren. Die müssen ja, ich wollte gerade sagen, die müssen ja hier jetzt auf die Brücke kommen. So. Und der andere, jawohl, der ist in meine Gasfalle bekommen. Du kriegst doch meine Ultimate ab. Und dann wirst du von meiner R301 auseinandergenommen. Entspannte Runde. Waren wirklich 3 Solos. Waren wirklich 3 Solos. Habe ich auch so noch nicht miterlebt in der letzten, im finalen Ring. 3 Solo-Leute noch. Ey, hat mal wieder gebockt. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, mit welcher Legende ich als nächstes spielen soll. Da sind ja bestimmt, die Hälfte ist bestimmt noch übrig, die wir da ausprobieren müssen. Jawohl, 10 Kills und die 2000 Schaden auch noch geknackt. Gute Runde. Ich hoffe, die hat euch wie immer gefallen. Von daher gerne ein Like da lassen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.